Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich. Das ist bereits meine 12. Folge. Wir haben das Jahr 1852, das heißt, wir haben etwas mehr als 15 Jahre hinter uns, 16 um genau zu sein. Österreich steht, naja, mittelmäßig gut da eigentlich. Wirtschaftlich geht es langsam bergauf. Wir sind schon die sechststärkste Industriemacht. Das ist nicht schlecht. Unser Prestige ist ein bisschen modig, meiner Meinung nach. Und unser Militär ebenfalls. Militärisch sind wir überhaupt nur Zehnter. Na gut, es könnte besser sein, aber es könnte auch schlimmer sein. Wir haben jetzt gerade im Zweiten Krieg Preußen besiegt. Preußen ist dadurch wieder kleiner geworden. Wir zoomen ein wenig raus. Wir haben da Danzig abgespaltet. Und wir haben den Franzosen dieses Gebiet hier gegeben und unseren Verbündeten Sachsen haben wir Magdeburg zugeschanzt. Das heißt, Preußen wird immer kleiner. Ich nehme an, sie werden sich trotzdem schaffen, wieder in Großmachtstatus zu kommen. Aber nach dem nächsten Krieg hoffe ich, schaffen sie es nicht mehr. Sollten wir noch einen machen müssen. An und für sich glaube ich nicht, dass ich mit Österreich Deutschland gründen werde. Es ist auch interessant, ich habe nicht diesen Dominanzkriegsgrund gegen Preußen, den ich eigentlich haben sollte. Nämlich, dass ich verlange, dass die alle deutschen Staaten in meine Einflusssphäre kommen. Beziehungsweise vice versa, er kann das natürlich auch bei mir fordern. Was ich ein bisschen seltsam finde. Na gut, soll sein. Beginnen wir mal das Spiel. Und Serbien ist bankrott. Na, das fängt ja gut an. Ich wette, die schulden uns Geld oder schuldeten uns Geld. Und sie sind in der Einflusssphäre von Russland. Na super. Das heißt, angreifen werden wir sie auch nicht. Na gut. Wie bereits gesagt. Uns geht es hauptsächlich darum, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld ansammeln. Jetzt machen wir ein relativ gutes Einkommen derzeit, um Fabriken auszubauen und um später auch mehr Eisenbahnen auszubauen. Und vor allem, wir sammeln jetzt gerade Geld, um in Ras Garib und in Sharm al-Sheikh einen Marinestützpunkt zu bauen. Also den ersten kann man schon machen und den zweiten auch. Warum wollen wir gerade hier Marinestützpunkte? Wir haben noch nicht den Suezkanal. Das heißt, alle Schiffe, die wir hier produzieren, müssten rund um Afrika fahren, um auf die andere Seite zu kommen. Wenn wir hier zwei Marinestützpunkte haben, dann könnten wir hier rein theoretisch auch einige Schiffe bauen, die Sinn machen, nämlich Klippertransporte, und dann könnten wir quasi eine Armee da nach Suez bringen und von hier übers Rote Meer quasi in diese Gebiete hier. Sollten wir doch irgendwann mal vorhaben, Kolonien zu gründen. Apropos Kolonien gründen, wie schaut denn das bei euch aus? Seid ihr in irgendeiner Machtsphäre? Die sind nur herzlich, das ist interessant. Vielleicht sollten wir Ägypten tatsächlich nochmal angreifen. Okay. Und zwar alleine deswegen, um Unterägypten zu erobern. Wenn wir nämlich Unterägypten auch haben, dann bekommen wir diese wunderschönen Archäologie-Ereignisse. Weil wir uns all diese... Okay, Böhmen. Wir brauchen Fabriken in Böhmen. Was ist Unternehmer? Baut Fabriken. Wieso muss ich die Fabriken bauen? Ärgerlich. So, zwei neue Armeen in Lemberg. Ganz, ganz mühsam. Wir haben da ganz, ganz viele Truppen, die wir eigentlich abbauen sollten. Ich hoffe, wir machen uns da jetzt einiges an Truppen dazu. Ja,
Dann werden wir hier auch noch versuchen, einen Marinestützpunkt. Vielleicht sind Marinestützpunkte gar nicht so schlecht, wenn wir ein paar bauen. Aber viele können wir nicht bauen. Da nach Sench können wir noch einen bauen. Tja, und Belgien war eine Großmacht. Preußen ist wieder eine Großmacht. Hurra! Und jetzt sind die schon wieder da und wollen mit mir konkurrieren. Das ist sehr ärgerlich. Wieso sind die noch immer vertraut? Das ist ärgerlich. Will ich in meine Sphäre aufnehmen? Hannover ist ein großer Staat. In meiner Sphäre sind das wäre schon sehr cool. Na gut. Ja, im Übrigen, diese Archäologie Sachen kommen mit Nationalismus und Imperialismus. Das heißt, eigentlich sollten wir das uns langsam holen. Spanien, Skandinavien, Russland, Russland, Litauen. Vielleicht sollten wir wirklich, ja, wir sind eigentlich nicht. Krieg rechtfertigen. Zugeständnisse, das kostet maximal 5 Infamie, das passt schon. Mit etwas Glück kostet es viel weniger. Das dauert nämlich, kommt nämlich darauf an, wie bald es entdeckt wird, dass wir versuchen, einen Kriegsgrund gegen sie zu finden. Okay, na gut, 4,8. Ärgerlich. Meine Diplomaten sind unfähig, das richtig zu machen. Aber wenn wir schon dabei sind, könnten wir eigentlich gleich eine Armee darunter schicken. Weil wir müssen ja nachher irgendwo Krieg führen, damit wir das kriegen von ihnen. So, Hannover können wir in unsere Sphäre einbeziehen. Wir werden weiter relativ viel Einfluss auf Hannover nehmen, weil die Preußen versuchen uns da schon wieder rauszuwerfen. Die sind wirtschaftlich noch immer stärker als wir. Ich finde das echt irritierend. Die haben in Brandenburg 31,16 Punkte. Bist du wahnsinnig, das kann ich ihm nicht einmal wegnehmen, weil da ist Berlin drinnen. Er hat sogar noch zwei Dinge in seiner Einflusssphäre. Auch nicht schlecht. Ihr seht, wir haben da schon relativ viel. Unter anderem Brasilien. Ja, da können wir auch jemanden rauswerfen. Mögt ihr uns noch alle? Ihr nicht, aber das ist jetzt mal wurscht. Skandinavien. Pfeife auf die Militanz. Wir wollen viel, 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 viel Kohle und Eisen. Okay, Bali war mal ein eigenständiger Staat. Venezuela und Paraguay haben auch wieder ihre Truppen mobilisiert. Schauen wir mal, was dazu geht. Keine neuen Liberalen, ärgerlich. Und Konservative sind auch weniger geworden. Nur die extremen Parteien haben gewonnen. Wie schaut das aus? Oh. Nur 6% jetzt.
Chile und Uruguay verlieren diesen Krieg scheinbar. Diese großartigen Schiffe, die vor 100 Jahren schon verwendet wurden. Österreich ist die totale Seemacht. Wurst, viel mehr brauchen wir da eigentlich nicht. Vielleicht noch diese Provinz hier, weil dann könnten wir da kolonialisieren noch zusätzlich. Oh, die Beziehung zu Hannover wird auch noch geändert. Positiv. Na, das machen wir doch glatt. Gut, unsere Truppen sind vor Ort. Die stellen sich mal daher. Wir werden dann dieses 9000 Mann gleich angreifen. Sobald wir den Kriegsgrund haben. Peru können wir auch näher an uns heranbinden. Wir gewinnen ja gerade einen Krieg, soweit ich das verstanden habe. Wir sind schon wieder Vierter. Das geht aber flott voran. Und das obwohl wir, naja, aber wir sind ziemlich weit hinter den ersten dreien. Sehr ärgerlich. Aber da die Militärstärke steigt wieder. Schauen wir mal, ob wir hier Leute haben zum Rekrutieren. Nein, natürlich nicht. Gibt es da Leute zum Rekrutieren? Auch nicht mehr. So, wie weit ist das mit unserem Kriegsgrund? Aber er ist bankrott, ist okay. Nur 56% haben wir schon. Stellt sich dann halt die Frage, ob meine Verbündeten wieder mitmachen. Das wäre mir irgendwie recht, vor allem bei Frankreich. Die sollen ruhig ein bisschen schwächer werden. Noch ein Admiral. Ich glaube, Preußen hat jetzt noch einen Waffenstillstand mit mir. Wie lange haben die denn den Waffenstillstand? Wo sehe ich denn das? Ah, Waffenruhe mit Österreich bis 1855. Gut, und zwar bis September 1855. Das heißt, wir sollten in 1,5 Jahren fertig sein, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn wir Krieg führen, dass Preußen uns Krieg erklärt. Gut, wir haben jetzt einen Haufen Geld bereits. Wir können jetzt natürlich keine eigenen Fabriken mehr bauen, weil wir auf die Föderalisten umgestiegen sind, um unsere revolutionären Einheiten glücklich zu machen, unsere revolutionären Populationen glücklich zu machen. Es wäre schön, wenn ihr irgendwelche Projekte startet, dass ich euch helfen kann. Würde ich durchaus machen. Liegt absolut in meinem Interesse, euch zu helfen. Hinterlader, hurra, wir sind modern. Dieser Krieg ist schon lange zu Ende. Die Zeitung ist ein bisschen altmodisch bereits. Was allerhand passiert in der Welt. Ja, Russland, Frankreich, Russland, Portugal. Ich
Und vielleicht sollten wir aber dann gleich mal den Halbskrieg-Modus stellen. Dann haben wir genügend Plus. Ah, sehr gut, wir können fordern. Die Organisation ist natürlich noch nicht jetzt großartig. Jetzt haben wir noch nicht wirklich lange. So. Da gehen wir auf 81% zurück und da auf 60. Die sind auf voll. Organisation steigt. Gut, dann erklären wir den Krieg. Schornsteinfeger, was? Wir sollten Gesetze verabschieden, um dies zu beenden. 50% mehr werden 14 Stunden vorzeigen erhalten, 1 Militanz. Ansonsten 3 Militanz, okay, ja. Sozialreformen sind eh nicht schlecht, vielleicht kriegen wir die ja doch noch irgendwann mal durch. So, wir wollen unter Ägypten mit Luxor und all diesem Zeug, wollen wir unsere Verbündeten fragen. Sehr wahrscheinlich. Das ist gut, sehr wahrscheinlich. Wir nehmen sie alle. Großartig. Diese 9000 Mann sind wir los. Ich hoffe, es kommen nicht mehr. Jetzt erobern wir mal Kairo als erstes, relativ flott. Dann werden wir unsere Truppen ein bisschen aufteilen. Und werden mal das erobern, was wir fordern. Wir haben jetzt relativ viel Geld. Ich glaube, wir werden jetzt auch einmal investieren in Force. Und zwar an der Grenze zu Preußen. Vor allem einmal. Und zu Russland. Ja, okay, da auch. Nein, dann nicht. Wir haben kein Geld mehr. So viel Geld haben wir dann doch nicht, offensichtlich. Und Kairo gehört uns. Der Oman führt auch Krieg mit uns. Das ist ein interessant. Ich habe da jetzt gerade eine interessante Idee, wenn wir da Schiffe ausbauen. Na, vergessen den Oman. Oder wollen wir da irgendeine Kolonie auch noch erobern? Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, alles zu erobern. Wer braucht schon neues Land? Wenn wir das Grab von Tutanchamun möglicherweise finden können. Gut, ihr trennt euch auf. Du und du und du und du und du. Ihr geht daher und die anderen gehen daher. Prozent haben wir schon mit der Besatzung seiner Hauptstadt. Warte mal, die haben alle ihre Reserven. Was, ja, was für einen Krieg gegen Ägypten.
Ich meine, die Franzosen müssen uns so oder so lieben, weil immerhin haben wir im letzten Krieg ein wenig von Preußen noch geliefert. Na, schauen wir mal. Apropos Einflusssphäre. Der ist schon wieder auf 72. Gibt's denn das? Elend. Preußen ist wieder Großmacht und schon machen sie mir wieder Schwierigkeiten mit den ganzen deutschen Staaten. Keine Projekte. Kommt schon. Ich möchte was mitbauen, damit das schneller geht. Gut, also wie ihr seht, dieser Krieg ist relativ ereignislos. Tage und dann haben wir das gehabt. Ich meine, das Gebiet ist auch noch relativ stark besiedelt für Ägypten. Okay, vielleicht auch nicht. Naja, 23.000, das ist schon relativ viel, wenn man da diese ganzen Wüstengebiete anschaut. Wo mehr oder weniger niemand lebt. Ah, Frankreich ist auch schon da mit einer Truppe. Gut, auf nach Idfu. Seid ihr unglücklich? Nein. Ihr? Ja. Verbessern zu Skandinavien. Wie schaut das mit Russland aus? Ist uns egal. Und verbessern noch Beziehungen zu Spanien. Machen wir ein paar neue Generäle. Mit Nationalismus und Imperialismus können wir uns dann sogar noch eine. Ist ja süß. 3000 Mann von Oman. Und da kommen gerade 20.000 Modena Leute. Ich glaube, der Oman wird sich da bald verschüssen. Und wenn nicht, kann ich jetzt auch nichts machen. So. Frankreich ist auch schon fleißig dabei. Oh, wir können ein Kriegsziel hinzufügen. Wieso geht das dieses Mal so schnell und... Was ist denn das für eine Provinz? Die will ich gerne haben, ägyptische Wüste. Ägyptische Wüste. Aswan. Wollen wir das erobern? Wieso eigentlich nicht? Kostet aber 5. Kostet aber 5 Infamie. Dann sind wir auf 16. Na gut, wir waren schon auf 17 in dem Spiel, also so gesehen. Das wollen wir auch noch, sagen wir. Ach geh, ich bin so dumm. Wie schon gesagt, Kriege machen mich blind für dieses ganze diplomatische Zeugs. Hm,
Wieder mehr Liberale, sehr gut. 34,6% bereits. Für Brasilien auch einen Krieg oder helfen die uns im Krieg? Dachte ich mir doch, die führen einen eigenen Krieg. Gegen Argentinien. Okay. Chile hat wieder die Kurve gekratzt. Hey, das ist ja sogar schon ein Marinestützpunkt, den wir dann erobern werden. Das ist ja schön. Gut, da brauchen wir noch ein Fort. Das ist auch an der Grenze. Nicht ganz so, aber immerhin. Auf nach Assuan. Achso, die belagern dieses Gebiet hier. Das ist ja auch noch ägyptisch. Mhm. Ja, schon 25%. Das wird ja bald. So, damit ihr euch nicht langweilt, dürft ihr darüber gehen. Oder da? Ja. Da gehen wir mal her. Und dann einen Krieg. Also einen Kampf anfangen mit denen. Das geht jetzt dieses Mal schon um einiges schneller, die Belagerungen, als beim letzten Krieg. Ich meine, wir müssen bedenken, wir haben dann nur halb so viele Truppen, wie wir das letzte Mal in jedem Ding gehabt haben. Das ist ein schönes Zeichen dafür. Dass wir. Wieso ist der hier mit einem Angriff von minus 1? Das ist ärgerlich. Haben wir auch irgendeinen gescheiten Angreifer? Plus 1. Das schaut nicht immer schlecht aus. Dann plus 2, aber weniger Organisation. Der sieht gut aus. Ja. Dann erleiden wir halt ein wenig Moralverlust. Hätten wir das auch? Na, nicht nach Gisa. Nach Mut. Da hilft uns schon der Franzose. Wo geht der hin? Nach Mut? Na, vielleicht sollten wir dann doch nicht nach Mut gehen. Sondern sollten einfach einmal doch nach Gisa gehen. Gut, Assuan haben wir auch gleich. Da haben wir schon mal 50% von der Kolonie erobert. Schau an. Oh, sie wollen es mir eh schon geben. Ist gut, nehmen wir an. So. Unser Gebiet ist noch etwas größer geworden. Wir können hier jetzt kolonialisieren. Und wir sollten, sobald wir Nationalismus und Imperialismus haben, die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, die... Achso, nein, das sind Zufallsereignisse, die kommen einfach. Österreichisch-ungarischen Kompromiss werden wir nicht schließen müssen. Das war ja ein Zugeständnis der Österreicher an die Ungarn, nachdem sie die Hegemonie über Deutschland an Preußen verloren haben. Das heißt, wie das Deutsche Reich gegründet wurde, hat Österreich versucht, durch die Ausgleichsverhandlungen mit den verschiedensten Nationen ein wenig innere Stabilität zu bekommen.
Ich nehme mal an, das werden wir nicht brauchen. Mal abgesehen davon, dass wir es nicht können, weil das Deutsche Kaiserreich gegründet werden musste. Da wir aber nicht verhindern werden, dass das Deutsche Kaiserreich gegründet wird, wird es den österreichisch-ungarischen Ausgleich nicht geben hier in dem Spiel. Eine Grippe. Und sie rafft wieder viele von meinen Leuten dahin. Wir bekämpfen sie natürlich. Dieses Mal haben wir ja genügend Geld. So, was ist in der Zwischenzeit diplomatisch hier passiert? Montenegro, Russland. Spanien, Russland, Spanien. Tiberia. Naja. Danzig. Spanien, Frankreich. Das sind lauter Sachen, die mich eigentlich nicht wirklich interessieren. Ja, langweilig. Gut. Kann es sein? Ja, die haben tatsächlich Geld ausgegeben, um mich zu unterstützen. Mit mir freundlich zu werden. 138, sie sind schon wieder hinter mir, direkt hinter mir. So, Beziehungen verbessern. Russland braucht nicht mehr, Spanien braucht noch. Beziehungen verbessern. Gut, da schaut das aus. Hannover. Gut, das haben wir bald wieder in der Einflusssphäre, aber das verlieren wir ja dann gleich wieder. Okay, Peru haben wir auch bald in der Einflusssphäre. Tja, und nachdem wir jetzt eine neue Kolonie haben, würde ich fast sagen, Herrschaften, wir beenden dieses heutige Let's Play. Das nächste Mal, also ich werde dann vielleicht noch außerhalb des Let's Plays meine Armee zurück ins Festland bringen. Und werde ein paar neue Armeen bauen, weil wir sehen, wir haben da noch ein paar neue. Das brauche ich euch nicht unbedingt zeigen, das ist jetzt nicht wirklich so interessant. Und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.